Simon und Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Craft Attack 9. Heute. Wird es wieder ein bisschen Special Mashal Cash Special, denn wir haben eine wunderschöne Schnitzeljagd vor uns. Ich weiß nicht genau von wem. Ich nehme an von Kroko, weil Kroko ist so ein kleiner Content-Bringer. Kroko ist so eine Content-Maus, ein bisschen. So ein Content-Elf, der hierher kommt und dir dann, oh mein Gott! Hä, ich hab da gerade gar nicht... Hä? Dick das da, Kroko-Bräu, Janus-Bräu. Ey, Mann, jetzt hört auf, die Sachen hier rumzulegen. Alter, wie viel? Oh mein Gott! Also, ach Mann. Also für die Leute, ihr habt es auch voll auf YouTube mitbekommen. Ich hatte vor 2 Tagen Geburtstag und deshalb gibt es dieses Ding hier. Ich habe es gestern, also an meinem Geburtstag am Abend, leider nicht mehr gesehen. Aber wie cool ist das denn? Junge, Kroko macht immer so coole Dinge. Der gibt sich so viel Mühe, dass man irgendwie so kleine Content-Sachen oder sowas hat. Oh Mann, ist das cool. Okay, also wir haben, finde alle 25 Geburtstagstorten. Guten Appetit. Zum Geburtstag eine Kleinigkeit. Einfach Netherstar, Dickerstar, 2 Gaps. Krokobräu und Janusbräu, Elytra Fuel, Milch, Dias und noch mehr Milch. Alter, das ist übercool. Also riesiges Dankeschön an Kroko, das ist voll stark. Können wir uns einen zweiten Beak machen mittlerweile? Unser jetziger ist nämlich aus gerade. Und Kroko und Janus, das heißt, sie haben das zusammen gemacht wahrscheinlich. Ey, wie cool. Okay, wir gehen direkt auf Kuchensuche. Wir haben natürlich den ersten Kuchen hier. Wir hatten den ersten Kuchen hier. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Hunger, auf jeden Fall. Okay, wir müssen mitzählen jetzt. Wir müssen mitzählen. Kuchen Nummer 1. Kuchen Nummer 2. Ah, das ist die 19. Warte, wir müssen das aber nicht irgendwie so nummeriert irgendwie durchgehen, oder? Muss ich bei 1 anfangen? Ich weiß es nicht. Soll ich bei 1 anfangen? Die 1! Oh, die 2! Die 3! Nummer 4. Number 5. Number 6. 7. Number 8. 9. 10. Nummer 11. Number 12. Sick. 13. 14. Let's go. 15. 16. Let's go. 16 auch wilde Zeit gewesen. War man schon so? Wisst ihr, ihr denkt euch so, ah, jetzt bin ich schon bald 18. Ich traue mich schon mal ein bisschen was so. Ersten Versuche gestartet und so. Aber 16 war auch ein bisschen komisch noch. 16 war noch ein bisschen komisch. Nummer 17. 18. Geburtstag. 19. Sehr gute Zahl. Sehr gute Zeit. Danach ging bergab. 20. 21. 22. 23. 24. So weit war ich noch vor ein paar Tagen. Oh man. Ich glaube, dann sind wir fertig. Das ist ein bisschen antiklimaktik. Aber ich glaube, wir haben alle gefunden. Also es waren zwar nur 24... Ja, es steht, finde alle 25 Geburtstagstorten und eine Torte war ja schon hier. Also entweder haben wir schon alle 25 gefunden, mit der hier inklusive, weil das dann die 25. gewesen wäre. 25, ne, ey, crazy. Vielleicht finden wir irgendwann den 25. Kuchen, halb vergammelt irgendwo in der Ecke, weil wir ihn nie gegessen haben. Aber wir haben, glaube ich, alle 25 gefunden. Natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an Kroko und an Janus. Das war eine sehr coole Schnitzeljagd. Ich finde es so cool, wie ja, dass da so Content dazu zusammenkommt. Wir müssen uns unbedingt was Eigenes überlegen. Wir müssen uns auch was überlegen, um ein kleines Rätsel oder sowas in der Art zurückzugeben. Natürlich, ne? Elytra Fuel, sehr, sehr geil. Aber Netherstar ist halt legit ein Dream. Dann können wir uns einen zweiten Beacon bauen und können hier endlich mal irgendwie Speed oder so in unserer Base haben. Crazy. Nach dieser wunderschönen Schnitzeljagd wollen wir uns jetzt aber um eine wunderschöne Sugarcane Farm bauen. Oh, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Das Ding hier ist, by the way, das Resultat am Ende der letzten Folge. Das habt ihr noch nicht gesehen, aber das ist gerade unser Item-Input, der hier einfach steht. Wir haben jetzt als Input-Ding einen Hopper wirklich genommen, weil er wirklich sehr, sehr schnell leergezogen wird. Also selbst wenn wir wirklich viele Items reindumpen, dann geht das eigentlich voll fit. Ich glaube, es reicht vom Speed her komplett aus, aber es ist ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, hier können wir jetzt unsere ganzen Items immer reinlegen und dann kommen die oben raus. Aber wir wollen uns jetzt um eine Sugarcane-Farm kümmern. Das heißt, die Sugarcane-Farm, was wir auch gerade festgestellt haben, die Sugarcane-Farm kommt hier unten drunter, weil die Idee ist ja, ganz unten auf Wasserhöhe, Cyberpunk, darüber ein bisschen Transition in Solarpunk, das heißt ein bisschen was Grünes. Und darüber eher so Futurepunk, also eher futuristisch und sowas. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr gut passen. Und mit dazu haben wir festgestellt, dass ja auf der linken Seite hier drüben gar niemand baut. Eigentlich dachte ich irgendwo Sheetime oder so baut in der Richtung. Aber eigentlich haben wir das alles für uns hier. Das heißt, wir können unsere ganze Base
weil ich davor mir nicht so ganz sicher war. Ich habe hier ein bisschen zu klein gebaut für Cyberpunk. Cyberpunk ist auch sehr, sehr groß, so Hochhäuser und sowas in der Art. Und das können wir hier nicht machen, aber das könnten wir hier drüben machen. Wir können hier wirklich so Hochhäuser hinzimmern, ein bisschen was Größeres, Stadtmäßiges und so. Und hier drüben dann eher so den technischen Teil, aber dass sich das trotzdem alles irgendwie verbindet. Wir machen jetzt ein bisschen Glas und dann heben wir da unten schon mal eine kleine Fläche für Sugarcane aus. Erster Kasten steht schon mal. Lasst euch bitte nicht von der jetzigen Optik täuschen. Da kommt auf jeden Fall noch Stained Glass mit dazu. Und es soll natürlich auch noch sehr viel Grün umrandet werden, weil das ja, wie gesagt, in Solarpunk-Richtung gehen soll. Das heißt, das kommt noch mit dazu. Ja, moin, wieder einfach direkt zwei Zombies zum Spawn. Und jetzt kümmern wir uns schon mal um die Technik, so ein bisschen zumindest. Wir machen eine super simple aus Pistons und Observern, die das Ganze praktisch detekten. Die Observer sind ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob das an Effizienz ein bisschen knabbert, aber... ich glaube, ich finde es sehr viel cooler. Deswegen machen wir, glaube ich, Richtung Observer das ganze Ding. Und unten drunter einfach Rails, die hin und her fahren mit dem Hopper-Minecart. Bei Minecart sammeln wir den ganzen Stuff auf. Wir müssen nur mal schauen, wie es halt, ja, schlussendlich wirklich komplett optisch aussehen wird, ne? Das könnte ein bisschen tricky werden, weil wir, jetzt doch irgendwie relativ viel Platz haben. Vielleicht müssen wir unten nochmal was wegmachen. Aber ich hätte es halt richtig cool gefunden, wenn die Rail beispielsweise hier entlang läuft. Also, ne, da kommen auch nochmal andere Sachen dazu. Dann wäre der Block darüber, der Block, auf dem wir unser Sugarcane anbauen, also das hier, so. Und darauf, machen wir das so? Ja, doch, klar. Darauf würde praktisch unser Sugarcane kommen, also so. Dass dann auch immer drei Blöcke hoch ist, logischerweise. Aber wir machen unseren Pisten erst auf den dritten Block, damit wir immer zwei stehen haben. Das sieht, glaube ich, ein bisschen cooler aus. Und dann, ja, wäre das halt so die Farm, ne? Ich glaube, das könnte man schon machen. Oder wir machen eine, die nach hinten geht. Die weiter in den Berg reinläuft. Damit man in die Gänge dazwischen irgendwie gucken kann. Wäre vielleicht auch eine Idee, ne? Könnte man cool gestalten auf jeden Fall. Wir bauen erstmal das und vielleicht ändern wir das gleich noch nach hinten rein. Also, dass wir in den Berg gehen und man praktisch dazwischen guckt. Wir haben uns dazu entschlossen, erstmal nur die Technik zu machen und noch nicht das Design, weil da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir müssen aber ganz kurz eine kleine Zwischenlieferung machen. Wir haben nämlich einen neuen Schwarzmarkt-Deal, Chat. Wir haben einen neuen Schwarzmarkt-Deal in der Polizeistation. Das wird sehr, sehr, sehr bremslich. Wir müssen uns dafür auch ganz kurz umziehen. Auch wenn wir hier sehr weihnachtlich unterwegs sind. Aber das Risiko können wir nicht eingehen, dass wir hier in unserer normalen Identität erwischt werden und diese Schwarzmarkt-Deals auf uns zurückzuführen sind. Deshalb gehen wir mal ganz kurz in den Kleiderschrank und dann steppen wir wieder raus. Frisch getarnt als ein wunderschöner Schwarzmarkthändler. Das wird jetzt sehr, sehr bremsig. Wir müssen jetzt hier wirklich ein bisschen Obacht geben, dass wir uns hier nicht erwischen lassen. Das sieht gerade gut aus. Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Preis verhandelt. Puh, okay. Okay, okay. Mein Gott, er sagt das einfach. Okay, da sind meine Diamanten. Hier sind die Laternen. Sehr gut, sehr gut. Das hat niemand gesehen. Okay. Wie gehen wir? Hier langsam wieder weg. Wir sind out! Let's go! Neuen Deal gemacht. Neuen, sehr, sehr starken Deal gemacht. Schnell die Dias weglegen. Das war die Polizei. Alter, so knapp waren wir noch nie daran, erwischt zu werden. Aber keine Verfolgung. Boah, wir müssen uns schnell wieder umziehen. Um Gottes Willen. Komm, ich fliege da gleich nochmal hin zurück. Warte. Ich baue gerade auch einen Weihnachtsbaum. Weiß nicht, ob im Shopping District oder was? Genau, im Shopping District. Oh. Dass wir so ein bisschen zumindest weihnachtliche Stimmung reinbekommen. Haben wir schon einen Adventskranz? Oha! Oh, wie schön! Noch nicht. Genau, aber mir fehlen noch super viele Materialien für die Deko. Und letztes Mal sah das halt so cool aus, muss ich sagen. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob du den, wenn ich den fertig habe, muss nicht heute sein, reicht irgendwann die nächsten Tage, keine Eile. Ob du den ein bisschen irgendwie dekorieren möchtest. Ja, sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Ja, das wäre doch cool. Ja, das sieht jetzt schon richtig schön aus. Diese Glazed Terracotta-Blöcke passen ja richtig gut. Da hätte ich gar nicht dran gedacht. Genau, das ist der Plan. Also, wäre mega, wenn du, letztes Mal hast du schon so schön dekoriert, wenn du da irgendwie ein bisschen was mit Farbe so drumherum machen kannst. Was hattest du im letzten Mal drum gemacht, Cast? Wir hatten Redstone und Goldblöcke immer. Und halt teilweise mit Armor-Stands, damit es ein bisschen mehr aussieht wie Kugeln. Oh ja, ja. Aber Laternen hatten wir auf jeden Fall. Ich glaube, Endrods hatten wir manchmal mit dabei, als Lichterkette so. Ja, wir hatten auch gerade schon überlegt, ob wir eventuell irgendwie noch Kugeln mit drauf machen, weil die haben ja auch immer so schicke Farben. True. Kerzen gibt es jetzt auch neu mit der 1.17. Die Stimmt. sollten wir letztes Mal auch noch nicht gehabt haben. Ja. Also es wäre einiges da, sag ich mal so. Also wenn du Lust hast, ich werde die nächsten Tage leider nicht online sein können. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob du den ein bisschen schick dekorieren kannst und so weihnachtliche Stimmung dann nochmal drum machst. Ich würde den heute fertig bauen mit den Blättern. Mhm. Und dann würde ich dir einfach die Aufgabe geben, dass du den einfach ein bisschen schick dekorierst. Ja, voll gerne. Also Dienstag habe ich eh so ein bisschen hier Community-Tag in Craft Attack, glaube ich. Ja. Dann mache ich das einfach da, wenn ich... Ja, also Dienstag oder Mittwoch würde ich dann machen vielleicht. Ja, hört sich gut an. Und mach bitte keinen Stern drauf, wenn ich jetzt hier Josef gerade sehe, dass er wieder drüber fliegt und in die Luft springt. Oh, das wäre mal cool. Oh, das ja, oder? Mal gucken. Eigentlich steht unsere Sugarcane Farm. es ist gerade sehr, sehr komisch, wie das Ding aussieht. Aber sie würde funktionieren. Das Ding ist, dass unser ganze, also unsere, alle unsere Server sind gerade connected. Das heißt, wenn der wächst, dann werden alle praktisch ausgelöst. Theoretisch steht das Ding. Theoretisch funktioniert das Ding. Es ist optisch absolut nicht so, wie ich es möchte. Es ist auch funktional unbedingt noch nicht so auf der Höhe, wie ich das gerne haben würde. Wir können eine Reihe sogar noch dazu machen. Wir könnten die hier noch komplett dazu nehmen. Ich glaube, das machen wir auch ganz kurz. Dann haben wir die auch nochmal mit dabei. Und dann haben wir für die Zukunft, glaube ich, wirklich eine Menge coolen, coolen Stuff, was das angeht. Weil wir auch gerade von Hugo eine komplette Schalkerbox voller Gunpowder bekommen haben. Und das ist ziemlich sick. Also, weil wir dann wirklich jetzt eine Menge Gunpowder auf Lager haben. Ich meine, wie gesagt, unsere Creeper-Farm, die wirft auch mittlerweile einiges ab. So passiv, während wir an der Guardian-Farm stehen. Ist natürlich nicht die Welt, aber es reicht theoretisch für das, was wir an Gunpowder Needs haben, habe ich so das Gefühl. Deshalb bin ich darüber sehr froh und sehr, sehr glücklich. Die einzige Sache, die wir noch haben, ist das Ding hier halt optisch schön zu gestalten. Ne? Da müssen wir uns unbedingt was überlegen. Wir müssen es an unser Lager anschließen. Das ist es jetzt gerade tatsächlich auch noch nicht, aber später auf jeden Fall. Das heißt, wir haben dann, wie viele Module haben wir dann? Wir haben ja 1, 2, 3, 4 Module, 8 Dinger, sind 64, ne, das ist ein Stack. Nee, ein halber Stack? Nee, warte. 2, 4, 6, 8. 8, doch, wir haben 64. Das heißt, wir haben 64 Sugarcane, der hier praktisch später angebaut ist. Und der geht dann natürlich, warte mal, der hier ist auf der falschen Höhe. Die gehen dann später alle in unser Lager. Und ganz am Ende wäre natürlich der Dream, wenn wir das nochmal größer machen. Also auch nochmal 8 Module nach hinten leiten. Und dann hätten wir, glaube ich, perfekt, hätten wir 128 Sugarcane, die hier insgesamt angebaut sind. Und ich denke, das sollte eigentlich für das meiste Zeug reichen, was wir hier brauchen. Weil das ist ja einfach nur für uns. Wir haben ja keinen Shop oder sowas. Raketen können wir mittlerweile kaufen. Das ist super chillig. Werden wir auch auf jeden Fall tun, weil wir definitiv mehr brauchen werden als das bisschen, was wir hier gerade selber anbauen. Das hört sich sehr gut an. Aber ja, dann wäre praktisch unser eigener Need vielleicht gedeckt. Das wäre sehr, sehr cool. Und Sugarcane natürlich auch so generell immer sehr, sehr useful. Okay, zimmern wir hier noch die Scheiben rein. Und dann haben wir das Ding eigentlich fertig, ne? So, there we go. Ein absolutes Träumchen. Das Ding muss jetzt natürlich wachsen. Bis jetzt ist leider noch gar nichts gewachsen. Genug Licht haben sie. Wir haben Wasser, aber wenn sie wachsen sollten, dann machen sie zack, landen im Wasserstrom. Und hier unten in den Kisten sammelt sich unser Sugarcane. Und das können wir dann alles eben gebündelt, wenn die ganze Farm dann steht, in unser Lager bringen. Wir machen so kleine Module. Es soll ja so ein bisschen
ein bisschen im Style von Solarpunk sein. Also es soll ein bisschen so Vertical Gardening, ein bisschen in Sci-Fi, ein bisschen Solarpunk, so ungefähr den Stil. Außen machen wir es noch ein bisschen schön grün verziert, aber ich glaube, jetzt bin ich erstmal zufrieden, was das Ding angeht. Also benutzen wir unseren wunderschönen Schalker-Input. Wir können sogar diese ganze Schalke reinwerfen und alles wird für uns einsortiert. Absoluter Traum.